Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im LS22 auf der wunderschönen Map Wild Wild West. Und ich begrüße euch herzlichst zur, ich sag mal, Season 2 oder zum Improvement zur Wild West 4.0, wie dem auch immer sei. Es hat sich einfach so viel geändert. In dieser Folge werde ich das erste Mal mit dem neuen Add-on vom LS22 spielen, dem Premium-Update, nicht dem Platinum-Update. Und das ist fast schon die kleinste Änderung. Darüber hinaus habe ich meinen Rechner komplett neu aufgesetzt und auch ein bisschen die Hardware verändert. Und deswegen spielen wir jetzt tatsächlich in WQHD. Und ich hoffe, dass das auf YouTube sich bemerkbar macht, dass die Qualität vielleicht einfach noch ein kleines bisschen besser wird. Ich habe die Einstellungen einfach mal alle voll nach oben gedreht und wir schauen einfach mal, beziehungsweise ich in dem Fall, wie sich das Ganze auswirkt, beziehungsweise wie es läuft. Das ist also so eine Art, ja, wie soll ich sagen, Testfolge. Und irgendwas funktioniert hier schon nicht, das merke ich schon. Ich kann nicht laufen, was ist hier los? Hallo? Aha. Aha. Jetzt habe ich wieder Kontrolle. Und jetzt wieder nicht mehr. Was ist denn das? Wo kommt das her? Was soll das? So. Hat sich's jetzt erledigt? Sehr, sehr merkwürdig. Okay, ich werde das Ganze auch irgendwie Testfolge nennen. Also wir probieren die neuen Hardware-Einstellungen aus. Und neben der hoffentlich etwas besseren Grafik und dem dadurch resultierenden etwas besseren Hardware-Einstellungen habe ich tatsächlich auch neue Musik. Ich habe endlich einen Anbieter gefunden, wo ich vernünftige Musik nutzen kann. Die läuft schon im Hintergrund. Ich hoffe, sie gefällt euch. Und wenn nicht, können wir auch andere Playlists nehmen. Das ist jetzt mal Lo-Fi Chill Study Music. Gedacht, das passt eigentlich ganz gut. Und ja, das neue Update ist draußen. Wir haben tatsächlich das Glück, dass hier die ganze Integration scheinbar gut funktioniert hat, bis auf das gerade das Laufen auch von alleine ging. Rote Beete, Pastinake und Karotte ist jetzt aktiviert hier auf der Karte. Und man sieht auch an den Icons, das sind die, so vom Stil, die Standard-Icons von Giants. Also das ist sehr, sehr interessant. Ich habe auch mal geguckt. Preise sind ungefähr wie bei Kohl und Kartoffeln. Ja, müssen wir einfach mal schauen. Und ich würde vorschlagen, wir springen jetzt mal in die Fahrzeuge. Und dann gucken wir uns mal die Performance an. Am Hof ist sie nicht ganz so gut. Hier allerdings ist sie ganz ordentlich. Und ich finde, es sieht noch ein kleines bisschen besser aus. Zumindest hier bei mir auf dem Monitor. Ja. Finde ich erstmal so okay. Sound und so müssen wir uns alles dann mal angucken. Ich werde das dann bisschen nachvertonen, beziehungsweise nicht nachvertonen, sondern entsprechend abmischen, dass ihr das alles auch gut vernünftig hören könnt. Und dann gucken wir mal. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob euch irgendwas aufgefallen ist, ob ihr sagt, Mensch, irgendwas passt da nicht. Ich glaube, ein kleiner mache ich die Auflösung noch, damit das hier nicht so blöde drin steht. Müssen wir mal gucken. Innenperspektive passt soweit. Ja, wir müssen noch mal schauen, wenn dann 10 oder 15 Fahrzeuge gleichzeitig laufen, dann wird sich erst rausstellen, was der Rechner kann. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Guckt mal. Der stellt die Räder nicht zurück. Warum nicht? Na, da bin ich mal gespannt, was das hier wird. Da schon. Na gut, müssen wir mal gucken. Hat der das noch hier drin? Ja, Ast rein. Nächster Wegpunkt. Kannst du das mal zu Ende machen? Du bist ja fast fertig. Ruckel, ruckel. Wir warten mal ab. Wir warten mal ab, wie es läuft. Vielleicht muss ich jetzt auch durch die geänderte Auflösung irgendwie noch die Shader aufbauen. Ich weiß es nicht. So, du kannst mal deines Amtes walten.
Du auch, du fährst die Milch hin und her. Schönen guten Tag, Herr Holztransporter. Ja, wir laden jetzt mal nicht auf. Warum war der hierher gefahren? Warum wollte ich das? Also ich habe so einen Mikrostudder drin. Irgendwas stimmt hier noch nicht ganz. Wir gucken mal. Ich wollte den, glaube ich, tauschen. Gegen einen Brandner. In der großen Config. Will ich das immer noch? Eigentlich nicht. Eigentlich bin ich ganz zufrieden mit den zwei Anhängern. Und da ich nicht mehr weiß, was der vorher gemacht hat, fahren wir ihn einfach zum Hof parken. Und parken ihn einfach weg. So, das Fenster gehört hier auch nicht hin, das gehört hier hin. Ja, ein ganz frisches Windows. Aber das mit diesen kleinen Rucklern? Ja, wir schauen mal. Nicht zu früh urteilen. Nächster Wegpunkt, du machst hier, du bist unsere neue Geldquelle. Der Senf. Okay, wo waren wir denn jetzt? Da. Wo war dem? Du musst das noch weitermachen. Unser Fortschritt. Sind wir da immer noch? Ja, sind wir noch? Der Wender ist zurück. Ja, neue Hallen, ne? Ist ein Thema. Ist ein Thema. Ja, aber irgendwas muss ich ändern. Ich sehe schon diese Ruckler. Die Folge machen wir jetzt so, aber irgendwas stimmt da nicht. Ich sehe auch den Ausschlag im CPU. Die CPU ist ganz entspannt. Also 20% und dann gibt es einmal plötzlich so einen Stutter. Das ist ja mega nervig. Und mega nervig ist auch, wie ich hier rückwärts einparke. Es tut mir so leid. Aber der... Achso, das ist bestimmt... Sekunde mal. Die Lenkrückstellung, ne? Wo ging das denn jetzt wieder? Hier? Ne, hier? Dynamische Fahrzeugkamera. Hier. Lenkrückstellgeschwindigkeit. Ich mach mal 100. Ja. Okay. Ein Problem haben wir schon mal gelöst. Du musst dann zum Händler. Okay. Du bist angekommen bei Hof. Ja, tank dich mal in Ruhe voll. Wir brauchen irgendeine Halle, wo ich die so reinstellen kann. Und ich glaube, wir werden dann schon mal anfangen, hier irgendwo... Hier möchte ich noch mal ein bisschen Platz zum Atmen lassen. Vielleicht fangen wir einfach hier tatsächlich an, mit so einer Halle, wo wir die Anhänger reinstellen können. So, der fährt das hier ab. Das läuft auch. Wir haben bei dem... Bei dem jetzt... Hast du noch Cranberries? Nee, ne? Wir haben alle Cranberries verkauft, würde ich vermuten. Dann fahr das noch einmal ab. Du bist auch zufrieden. TBD Top. Ja, wäre ganz cool, wenn du einfach das eben noch schnell fertig machst. Ihr rappelt euch hier schon, ne? Und du bist jetzt fertig. Sensationell. Okay. Den lassen wir hier noch abbunkern, dann muss der erstmal zurück und entsprechend ist hier eigentlich was, was wir aufladen können. Ein. Und den anderen.
Hier war, glaube ich, noch was. Dann können wir nächstes Mal. Ich will überall mal so ein bisschen sein jetzt hier in dieser Testfolge. Jetzt habe ich schon länger keinen von diesen Mikrorucklern mehr gesehen. Vielleicht baut sich da wirklich irgendwas auf. Das wäre natürlich angenehm, weil ich finde die Grafik so wirklich ganz schön. 12% CPU-Last. Unsere Vogelhäuser. Ja, und der Thorion macht sich hier gut. Der ist zu klein für das, was wir mit ihm vorhatten. Dann 10.000 Liter Mist aufnehmen. Dafür braucht man dann größere Geräte. Da war wieder so einer. Oh, ist das geändert worden? Das ist doch sonst immer rausgeschnappt aus dem... aus den Zinken. Haben wir noch irgendeinen hier am Hof, der nichts zu tun hat? Nee, der füllt Milch um. Irgendwas passiert hier auf jeden Fall noch. Da will ich hin. Zu dem. Denn wir müssen jetzt Schwaden. Und da bin ich mal gespannt drauf. Das wären, glaube ich, ganz ordentliche Schwaden. Ab zum Heu. Ja, der ist ein bisschen größer, ne? Hallo? Hallo? Superstärke an. Aha. Die funktioniert wohl nicht mehr. Das ist sehr schön, dass das jetzt... Das habe ich live rausgefunden. Da brauchen wir wohl ein Update, würde ich vermuten. Aha. Da habe ich mich selbst mit Wissenschaft rausgeruckelt. Ab zum Feld Heu. Der könnte doch noch ein bisschen... Ach ne, Moment mal, der Fortschritt kann das machen. Jetzt war die ganze Zeit an, ich gehe rein und mache ihn aus. Und zwar wäre meine Bitte, dass du zum... Mist aufladen fährst. Mist aufladen, Mist aufschwaden. Und wo ist es denn jetzt? Da. Und dann bringst du das bitte zur Dungherstellung. Mist. So, es fahren fast alle Fahrzeuge, die wir haben. Ihr seht das hier an der Liste. Naja, nicht alle, aber doch viele. Und das merke ich ein ganz bisschen Performance. Also ist wahrscheinlich alles auf Mega Power zu stellen, war auch nicht die beste Idee. Oh, passen da 13.000 rein? Ich glaube ja. 16.000 müssten reinpassen. Dann können wir den gleich zum Hof fahren. Und dann wäre das hier das erste Feld, das wir tatsächlich vom Stroh befreien müssten. Ich denke mal... Ich hole erstmal einen von den Ladewagen oder wir pressen das hier einmal sauber ab. Oh ja, das darf ich nicht vergessen. Temporärer Kurs. Das Witzebuch habe ich jetzt gerade nicht in dieser kleinen Testfolge. Bitte verzeiht es mir. Geht dann in der nächsten Folge wieder regulär weiter. Speichern dauert immer noch gleich lang. Und, genau, ich wollte gerade sagen, was wollte ich eigentlich machen, aber jetzt weiß ich es wieder. Einen neuen Ordner preschen. Kurs speichern. Feld 11. 10. Und was haben wir für eine Arbeitsbreite? 13,5.
Feld 10, 13,5 Meter. Was war das für ein Geräusch? Die Treppe? Hofsilo Input. So, und es wäre ganz gut, wenn du fahren könntest, damit ich hier mein Schneidwerk aufnehmen kann. So, normalerweise müsste der Rechner jetzt auch genug Power haben für die Westend, aber ich fange mit dem Thema gar nicht erst an. Mache ich schon genug Folgen. Hofparken. Ah ja. So, Heu ist das schon alles. Das sieht man an der hellgrünen Farbe. Schon wieder so einer dieser berühmten Mikrorugler. Mal gespannt, ob ich rausfinde, woran das liegt. So, und die Idee ist jetzt, wir haben auf jeden Fall... so rum genug Platz, also will ich den eigentlich nur hoch und runter fahren lassen. So ist der Plan. Da kann der in Ruhe wenden. 19 Meter, Wahnsinn. Kein Vorgewinde. Jetzt wird er das machen, weil er das für richtig hält. Lösch den Kurs erstmal raus, vielleicht hilft das. Feldmitte spiralförmig, kreisförmig. Was ist das denn jetzt? Mitte? Stehe ich nicht richtig auf dem Feld drauf? Ist das das Problem? Doch. Feldmitte. Was? Ich will einstellen, dass der... Wo sind denn die anderen Einstellungen? Rein überspringen? Fahrzeuge auf dem Kurs? Okay, alles geht dann wohl doch noch nicht. Wo ist denn... Also hier konnte man doch sonst 90 Grad Winkel und all sowas einstellen, was man da so hatte. Ja, ich würde sagen, ich gehe nochmal zurück aufs Klemmbrett und gucke mir die ganzen Sachen nochmal in Ruhe an. Versuche das mit der Grafik zu fixen und gucke, was mit Cosplay los ist. Und heute ist noch nicht aller Tage Abend. Und ich würde sagen, nehmt es so als kleine Testfolge. Ich wollte es unbedingt ausprobieren und euch da mitnehmen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge, hoffentlich mit stabilerer Technik. Bis dann. Tschüss.